Herzlich willkommen bei Feuerwehr Willi, das bin ich. Ich bin heute in Dehnsinn, das ist in der Stadt oder Gemeinde Ahlfeld. Da werde ich gleich mal genau nachfragen, weil ich hole erstmal den Ortsbürgermeister zu mir, den Joachim oder kurz Achim, kurz an meine Seite. Achim. Grüß dich. Schön, dass ich hier sein darf bei euch in Dehnsinn. Dehnsinn, es gibt ja, also ist ja bei uns ganz schlimm, wie ich mal sagen, wir haben Dehnsinn, Edensinn. Das ist ja alles so viel mit denen, aber den Sinn ist richtig, ne? Genau, das ist richtig. Das ist richtig gut. Wir genau wissen, wo wir sind. Total toller Ort, total sympathisch empfangen. Wir haben schon sehr viel Spaß gehabt. Also erstmal schon mal schönen Dank für den Empfang. Und wir sind hier in Ahlfeld-Leine. Ahlfeld-Leine. Das hat nichts mit der außerirdischen Lebensform zu tun. Das ist Ahlfeld-Leine. Das ist die Stadt, genau. Und das ist die Stadt. Ach, okay. Stadt Ahlfeld-Leine. Stadt Ahlfeld-Leine. Das heißt, ihr habt auch einen Stadtbrandmeister. Kein wir haben auch einen Stadtbrandmeister, den wirst du nachher noch kennenlernen, bestimmt. Oh Gott, oh Gott. Beste Stadtbrandmeister, den es gibt. Sehr gut. Das war, ne? Die Antwort, die ich hören wollte. Wir stehen hier gerade vor eurem Schätzchen. Was ist das denn? Ja, das ist ein LF20A. Das ist ein Iveco-Fahrgestell, 15 Tonner mit 300 PS und im Aufbau von Magirus. Okay. Also man sieht schon, Willi ist nicht kleiner geworden. Das Ding ist einfach so groß, so hoch. Aber das ist schon ein ganz schöner Panzer, würde ich mal sagen. Ne? Ja, 80 cm Warttiefe haben wir. Mit Single-Balloon-Bereifung und darum ist der auch so groß. Okay, und den schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. Los geht's. Gucken wir mal ins Auto rein. Also das ist ja ein echt beeindruckendes Teil. Also das sage ich wirklich nicht immer. Das ist schon ein besonderes Fahrzeug. Ich glaube, es ist auch nicht so alltäglich. Ne? Also das ist schon. Wir haben nicht so viele davon. Wollen wir mal reingucken, was da schön ist. Können wir gerne machen, ja. Hüpfst du mal mit rein? Willst du mal zeigen, was da so? Kann ich machen. Übrigens die Bezeichnung nochmal, damit es auch nochmal wisst. Das bedeutet 15 Tonnen Fahrgestell und 300 PS und Euro 5. Sieht man gleich am Typenschild. Also Achim, erstmal freue ich mich, dass wir uns gar nicht kennen und schon so dicht beisammen sitzen. Ja. Das geht's nur bei der Kameradschaft hier, ne? So, was hast du denn Schönes? Sag mal, also ich hab, du hast gesagt, 300 PS hat das Ding? Genau, das ist ein 15-Tonner Fahrgestell mit 300 PS. Ja, wir haben einiges an Ausstattung, wie Schleuderketten haben wir zum Beispiel. Wir haben eine Standheizung in dem Fahrzeug. Schleuderketten? Schleuderketten, ja. Was ist das denn? Ja, Schleuderketten. Anfahrhilfe Winter zum Beispiel. Gibt es sonst eigentlich nur bei Bauhoffahrzeugen, so bei Schneeschiebefahrzeugen und sowas. Die haben sowas auch, dass sie halt Grip kriegen. Dass sie den Schnee und das Eis vor den Rädern hinten wegschlagen können, damit sie wieder Grip fassen. Dafür ist das. Okay. Brauchen wir jetzt nicht so erklären, Schleuderkletten ist bestimmt jedem Begriff. Für mich nicht. Nee? Nee. Hallo? Okay, wir machen auch eine Anfahrhilfe, ne? Ist eine Anfahrhilfe. Ist eine Anfahrhilfe bei besonderen Wetterbedingungen. Genau. Schleuderkette. Schleuderkette. Und was habt ihr noch schön? Ich habe gesehen, ihr habt ja ein Tablet hängen hier, Hightech. Ja, Hightech. Das ist von uns. Das haben wir angeschafft. Das ist mal so ein Probeversuch. Fahrzeugtablet, Einsatzdokumentation für Bilder, dann Hydrantenpläne aus dem ganzen Stadtgebiet. Das ist einfach die Papierform. Haben wir natürlich auch alles auf dem Fahrzeug. Falls dieses Tablet mal nicht funktioniert, haben wir alles noch in Papierform. Aber hier ist es viel einfacher. Wir können unsere verschiedenen Ortschaften zum Beispiel mit den Hydranten, wenn wir an andere Ortschaften gerufen werden zur Wasserversorgung oder so, dann klicken wir einfach auf die verschiedenen Ortschaften auf. Dann gehen die Dateien auf. Und in der verschiedenen Ortschaft können wir dann auf unserem Tablet genau sehen, wo die Ortschaft halt die Hydranten hat, welche Hydranten in einer Ringleitung laufen, welche Hydranten Stichwege sind, was die Hydranten für den Durchfluss haben, also ob es 80er, 100er sind, 200er Hochleistungshydranten gibt es auch in der Nachbarortschaft zum Beispiel, das können wir halt alles sehen. Ja, sieht auch den Druck, das ist auch das ist interessant, ja. Wir können dann auch zum Beispiel so Löschbrunnen, Löschzisternen, das müsste auch, ist auch alles eingezeichnet. Super, also wir haben die, so Pläne haben wir auch, also ich habe ja auch ausgedruckt meistens und DIN A3 oder so oder DIN A2 haben wir so meistens einlaminierte Pläne, aber das ist eine gute Alternative, vor allem wenn man
woanders hin muss, wo man den Ort jetzt nicht so kennt und vielleicht. Als Gruppenführer recht handlich. Auf der Anfang kannst du schon ein bisschen suchen, besser als wenn du so einen ganzen Ordner hier in der Hand hast und blättern musst, wie will. Da kannst du ein paar Knopfdrücke, da kannst du alles über recht übersichtlich sehen. Wir haben natürlich hier auch noch alles in Papierform. Hier hinten sind die dicken Ordner drin, auch mit den Einsatzplänen. Das ist alles noch wirklich in Papierform. Das sind aber zwei DIN A4 Ordner und die sind auch richtig gut gefüllt. Ja, cool. Was ist das hier oben? Das ist das HMI. Darüber wird alles gesteuert, darüber wird das Funkgerät angemacht, darüber wird Blaulicht angemacht, Martinshorn. Die Umfeldbeleuchtung, der Rückfahrwarner, dann kann man darüber, das kann man dann dunkler stellen. Man kann darüber dann die Pumpe bei Pump and Roll Betrieb, kann man den Druck sehen, wie viel Wasser noch hinten im Fahrzeug drin ist. Cool. Das kann man alles dort über diesen Computer sehen. Den Computer haben wir noch einmal hinten in der Pumpe eingebaut und auf dem Dach haben wir den auch nochmal in klein, weil wir auch einen Werfer fürs Dach haben. Mit 50 Meter Wurfweite. Ach, guck mal. Für Wasser und auch 25 noch. Meter Schwerschaumwurfweite haben wir auch noch. Ja, schön. Den können wir aufs Dach montieren. Also der Film will für mich nicht so lange. Ich fahre gleich nach Hause hier. Ja, aber ich sehe auch interessant, das ist dir vielleicht gar nicht so bewusst, aber auch interessant. Funktionswesten. Funktionswesten so in einer kleinen Tasche. Wir haben die immer so hinter. Wir haben die Gruppenführerweste ist hier. Ja. Und die anderen Westen haben wir dann halt auf dem Fahrzeug. Auch interessant. Zusätzlich noch so drauf. Auch eine gute Variante. Also ja, und es ist eine Automatik. Das ist natürlich auch nochmal nicht so ganz alltäglich, dass ein Automatikfahrzeug ist. Alles mit Digitalfunk. Natürlich, wer hat denn kein Digitalfunk heutzutage? Ja. Ja, also unser Fahrzeug besteht einmal hinten aus dem MAT für den Maschinisten. Hier vorne ist das dann auch nochmal. Und dann haben wir auch noch vier Handfunkgeräte. Hinten zweimal mit Helmsprechgarnitur. So dass viele da sind. Das hier hat noch eine Repeater-Funktion. Das heißt, wir können damit nochmal das Funksignal verstärken. Wenn wir irgendwo sind, können wir das Funkgerät abstellen, dann in den Keller gehen oder ins Gebäude. Das ist dann gekennzeichnet mit einer blauen Schale. Also. Repeater ist, wer es nicht kennt, obwohl wir kein Digitalfunk haben, kann ich es trotzdem mal kurz erklären. Repeater ist halt ein Signal weiterreicher, ne? Ein Verstärker oder ein Verstärker nicht erreicht das Signal, was er hat. Kann man auf einem größeren Gebiet oder im Innenangriff in eine Tür legen, so ein Repeater, genau. Und dann kann man innen drin besser funken. Achim, LF heißt ja eigentlich Gruppenkabine. Ist das auch bei euch so? Das ist eine Gruppenkabine, das ist richtig, ja. Oh, guckt euch das mal an. Also, ich muss sagen, das Auto ist ganz schön schön. Ja. Ganz schön schön. Also sehr geräumig. Also das ist echt mal eine Gruppenkabine, ne? Richtig schön Platz. Ja, man kann gut voreinander sitzen, ne? Genau. Also je nachdem, wo man sitzt, das passt recht gut. Herrlich. Klar, hier kann sich der Angriffstrupp schon mal ausrüsten auf Anfahrt. Super. Hier kommt auch eine Dokumentation von hier aus ran zur Not, ne? Genau. Wird ja von hinten nach vorne gearbeitet, von vorne nach hinten. Alle also ich habe schon hier, wenn ich so mal gucke, das ist schon recht ordentlich. Die Lampen kenne ich jetzt noch nicht. Das ist von der Marke Dehnsen. Das ist das GFD, genau. Kriegslampen mit drei Funktionen. Okay. Vier Stück von auf dem Fahrzeug. Nee, also das ist halt mal die Alternative zu den Atalit-Lampen, die ich jetzt im Auge gezeigt habe. Ist mal schön, dass man ein anderes Modell sieht. Kenne ich noch gar nicht. Sind sechs Stück von verbaut. Sechs zwei Stück. Hinten bei den PA-Geräten und vier hier vorne. Achso, hinten auch nochmal. Okay, hinten bei den PA-Geräten. Okay. Okay, also ganz normal PA-Geräte und auf der Seite auch ganz interessant. Ist natürlich auch sehr schön angeordnet hier alles. Ist sehr, also wirklich top, übersichtlich, top durchdacht. WBK hier gleich, ne? Hat der Angriffstrupp auch gleich griffbereit. Sozusagen auch der Führer, der sitzt hier rechts. Wisst ihr ja schon alles, weil ja der Führer auf Anfang mit dem Gruppenführer kommuniziert. Ist der Führer, der die Verantwortung hat und lieber sich wahrscheinlich ein Wärmebild verschafft. Ne? Also super schön. Also ist auch immer eine schöne Variante. Ich kenne das nur meistens vorne, dass der Gruppenführer das hat an dem zwischen Fahrer und Beifahrersitz. Ich habe mich wieder durchgesetzt, darum ist sie da. Das ist super, das ist also eine hervorragende Idee. Ja gut, jetzt ein Koller, was habt ihr oben noch? Ersatzflammschutzhaube, falls irgendwer seine nicht aus der Tasche kriegt oder aus Versehen kaputt macht. Dafür ist halt eine Ersatzflammschutzhaube immer da. Dann haben wir, ja, auf der Seite haben wir halt noch zwei Masken, wo du sitzt. Dann haben wir da natürlich Wasser, Getränke, Einweghandschuhe, immer mehr als genug. Also ich sehe so, ihr habt ganz viele Kleinigkeiten, also mal ein ganz dickes Lob an dich oder an euch. Ihr habt so viele Kleinigkeiten, die mir aufgefallen sind. Vorne habe ich gesehen, habt ihr so ein kleines Plastikfach mit Haargummis für die Damen und das hier denkt dann wirklich viele Sachen. Also na, Respekt. Also da nehme ich auch viel von mit. Also keine Angst, nicht von eurem Material, sondern an Ideen. Nee, super. Auf der Seite ist hier oben, habt ihr Fluchthauben, ne? Genau. Das heißt, wie viele Fluchthauben da drin? Zwei Stück sind da. Zwei Stück. Fluchthauben wisst ihr, wenn der Person rettet, dass die nicht die Chance haben, das Kohlenmonoxid nicht einzuatmen, dass sie so ein paar einfache Filtermasken erstmal haben, Filtergeräte quasi für einen Einwegbetrieb. Ne? Auch in einer Tasche verpackt, die du mit zum Innenangriff reinnehmen kannst. Also ist auch gleich gut für den Angriffstrupp, Mann, Mitglied gleich gut greifbar, finde ich super. Und ihr habt ja hier auch noch schön sortiert die Maskenbrillen. Das heißt, für die AGT-Träger, die Brillen brauchen, braucht man spezielle Maskenbrillen. Genau, die sind alle hier. Und Wasser für die Einsatzkräfte. Richtig. Finde ich gut. Also wirklich so viele Details. Also muss ich den Knopf entriegeln.
Und dann kann man hier den Sitz hochklappen. Okay, das nennt man einen richtigen Verbandskasten. Oder Verbandkasten? Ihr habt sogar Verbandkasten. Ja, das Thema lasse ich jetzt. okay, und dann habt ihr so verstellbaren Haustürschlüssel. Fallpyramiden, Feuerwehraxt, Vorschlaghammer, Spalthammer, Säge. Genau, richtig schön. Also ihr habt was. Chemikalienfeste Handschuhe. Okay, also ihr habt schon richtig was für technische Hilfeleistungen hier schön verlastet. Sehr gut. Das ist so der Anfangsgebrauch. Ne? Auf der anderen Seite können wir auch noch mal gucken. Gucken wir doch mal. Hier haben wir Bordwerkzeug verlastet, Decken. Dahinter ist eine Trage, die geht über beide Fächer. Die Bank ist ja geteilt. Achso, hier diese, ja. Genau. Ja, so Hilfsmaterialien haben wir hier. Ah, hier, was ich gerade sehe, ist wieder auch eine Kleinigkeit jetzt. Ja. Kann man jetzt vielleicht schmunzeln, aber auch dran gedacht. Wenn ne? du die Kiste jetzt nochmal drehst, da wo deine Hand ist, das rote Päckchen. Jetzt mal ganz ehrlich. Gut. Hygiene an der Einsatzstelle, da gehört das dazu. Finde ich super. Also, habe ich noch nie gesehen. Also, ist aber auf alle Fälle berechtigt. Was habt ihr hier noch? Hier sind zwei Decken drin. Also hier ist eine Decke drin, eine eingepackte. Hier ist nochmal eine Decke auch Decken, ich meine für andere Personen, die wir natürlich retten, die wir die Wärme halten müssen, natürlich wichtig. Aber auch manchmal für uns selber, wenn wir irgendwo lang im Moorbrand sind oder lang im Einsatz, ist man manchmal froh, wenn man nachts eine Decke hat. Ne? Nasse PA-Träger. Ja, alles ne, super. Dafür. Ne? Überbrückungskabel habt ihr hier auch. Genau. Abschleppdrahtseil oder was ist denn? Ja, nur zum Abschleppen. Okay. Drahtseil. Da unten ist noch der Wagen hier bei Bordwerkzeug. Ja, okay. Aber Kleinkram. Ist zwar, jetzt sagst du, es ist eben nicht so ein wichtiges Fach, aber ich finde das schon sehr gut. Mann. Auch für Willi wieder ist das heute eine Fahrt, die sich gelohnt hat. So, dann kommen wir zu dem anderen Teil der Bank. In dem anderen Teil haben wir dann unsere Tragetücher. Okay. Für unsere PA-Trupps, dass halt jeder Trupp auch ein Tragetuch mitnehmen kann. Okay. Dann haben wir hier Einmalanzüge drin. In verschiedenen Größen. Ich bin ganz gespannt auf die Beladung jetzt vom Fahrzeug noch. Ja. Da würde ich gerne gucken. Und ihr kommt jetzt mit. Los geht's. Der Gerätewart persönlich ist da. Hallo Dirk. Feuerwehr Willi. Sehr erfreut. So, du darfst das Schmuckstück hier auf in Schuss halten quasi, habe ich so mitbekommen. Genau. Du machst es auch hervorragend. Der lobt dich an den höchsten Tönen. Also ich habe eben so schon ein paar Details gesehen, wo ich sage, das ist echt gut. Also da, du bist, glaube ich, der damit auch da das Ganze umsetzt. Deshalb, da ist mein Kompliment an der Stelle. Dürfen wir hier mal reingucken, das Schätzchen? Aber natürlich. Also ich will ja nur den Hausherrn da fragen, was das angeht, nicht, dass ich hier noch Ärger kriege. Also, was ich jetzt noch erkenne aus meinem kleinen Fahrzeug, das wir auch haben, sind zum Beispiel vier Saugschläuche. So, das haben wir nämlich auch. Dann wird es aber schon langsam dünne. Weil was habt ihr alles? Ihr habt Mullen hier, was habt ihr da oben noch? Oh. Rettungsbrett. Rettungsbrett? Ja. Okay, wollen wir das mal rausnehmen? Also wenn man sofort merkt, ich habe nur gerade aufs Rettungsbrett gezeigt, schon geht das flupp flupp. Schönen Dank an die Damen, dass sie gleich helfen. Okay, das heißt, das ist so der Klassiker für einen Verkehrsunfall, ne? So. Genau. Muss ich mir mal vorstellen, Entschuldigung, Feuerwehr Willi, wer ist denn da überhaupt? Katrin. Katrin, und du bist? Daniela. Daniela, hi Daniela. Rettungsbrett. Ich hoffe, man muss das immer nicht so oft benutzen, weil das ist immer meistens unangenehm. Irgendjemand in engen Raum, Fahrzeug, Pkw, Unfall ist immer meistens das so mit dabei, ne? Genau. Vielen Dank. Gerne. Immer wieder gerne. Schauen wir mal weiter. Also hier haben wir Bindemittel drin. Ach, in den Kanistern. Okay. In den Kanistern. Weil es halt einfach ist, dass wir nicht immer die Säcke gleich aufreißen, haben wir das halt in Kanister abgefüllt. Ja. Ja, daneben haben wir das Bodengestell für unseren Werfer. Den Werfer mit Mehrzweckdüse haben wir hier verlastet. Okay, das heißt, du hattest eben gesagt, ich habe dann auf dem Dach einen oder? Das ist der Werfer, der kann aufs Dach montiert werden oder auf den Boden gestellt. Ah, okay, das ist der gleiche Werfer, okay. Super. Wollen wir die mal anschauen? Natürlich. Alter Schwede. Das war ganz schön ein Klopper, ne? Wie viele Liter gehen hier durch? Was könnt ihr maximal machen? 2000 pro Minute. 50 Meter Wurfweite. Bei Wasser. Also das würde ich mal sagen, das ist was für Papi. Das ist schön. Maximal 10 Bar. Ja, man kann hier natürlich schon
gleich die Strahlform mit einstellen. Also ähnlich wie beim Hohlstrahlrohr, ne? Also man kann hier die Strahlform einstellen, ähnlich wie beim Hohlstrahlrohr, sag ich mal, ne? Flasche, also spülen, steht es auch mal, ne? Sprühstrahl, dann gibt es Vollstrahl irgendwann. Ja. Wir könnten auch hier ein Schwerschaumrohr noch drauf machen. Okay, das will ich dann. Also Schwerschaumrohr haben wir hier auch drauf. Das würde ich gerne mal, das kann ich gleich mal kurz mal selber mal greifen. Wenn ich ein selbst ansaugendes Schwerschaumrohr. Das wusste ich, dass dir das gefällt. Herrlich. Ach so, guck mal, da hat er gleich hier sozusagen den Injektor, wo ich schon sagen, mit dran. Das heißt, man kann dann hier den Kopf austauschen. Musstet ihr das schon mal einsetzen? Nein. Gott sei Dank nicht. Ja. Jetzt haben wir eine Wurfweite von 25 Meter Schwerschaum. 25 Meter? Ja. Das ist echt gut. Und vor allem auch mit dieser Auslage ist es ja echt sehr stabil, ne? Also. Ja, dann machst du nichts. Na gut, muss natürlich auch sicher sein, ne? Sehr interessant. Oh Dirk, dann zeig mal weiter. Bin gespannt. Was willst du denn hören? Sag es! Ein Outtake, danke. Was willst du denn hören? Ich sag gleich was. Okay. Ich bin wieder los hier. Also, okay, mich dran gewöhnt. Also, ihr habt ja. Achso. Naja, aber auch Flasche, das mache ich zwar ein Outtake, aber Flaschen braucht man auch für Wasser nach dem Einsatz für AGTs vorgeschrieben. Ja, Wasser auch Fahrzeug, ja, Drehflaschen. Genau. Mit Drehflaschen. Scheiße, da. Okay.